Hallo und herzlich willkommen hier bei Zec Fishing Wales. Ich bin diesmal mit René und Stefan und dessen Freundinnen am großen Fluss unterwegs und wir wollen ein Vergleichsfischen machen. Wir wollen den Tauwurm gegen den Blutegel und die Blutegel und den Tauwurm gegen Pellets fischen. Wir wollen das probieren am großen Fluss. Alle Feinheiten dazu sage ich euch dann noch. Ja, ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert, ob man Biss bekommt und wenn ja, auf welchen Köder. Seid gespannt und viel Spaß mit dem Video. Erstmal die Rahmenbedingungen für euch. Also wir haben es Anfang September. Wir haben etwas über 23 Grad Wassertemperatur noch, sehr niedriges Wasser. Wir haben klares Wasser. Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen. Wir sind, ihr seht es, am großen Fluss. Wir wollen, wie gesagt, dieses Pellet-Boilie-Angeln machen. Ich habe neue Muster bekommen, weil wir das nochmal geändert haben. So, wie läuft das? Ich fische die Sachen. Und ich versuche natürlich auch viele Sachen aus der Vergangenheit heraus, aber auch aus Gesprächen mit Gästen, mit befreundeten Wallerianglern und so weiter, in zukünftige Projekte mit einfließen zu lassen. Und dahingehend schon mal das allererste. Wir werden keine Köder machen, die deutlich größer wie 24 mm sind, Stand heute. Warum? Weil es nicht nur meine eigene Erfahrung ist, sondern auch die Erfahrung, die ich jetzt mit mehreren Wallerianglern besprochen habe, aber auch ganz viele Karpfenangler, die mir das bestätigt haben, die 220er, teilweise 320er Boilies maximal sehr viel mehr Walleraktionen hatten wie mit einem großen 40, 60 mm Köder, wie auch immer. Das kann viel mit dem Gewicht zu tun haben, dass ja die Futtersachen, die der Wels unten zum Sammeln gewöhnt ist, am Grund aufsaugt, ja klein sind. Das kann ein Grund sein. Und wenn der dann auf einmal so ein großes Köderpaket hat, dass der das gar nicht so stark ansaugt, wie zum Beispiel die kleinen und deswegen vielleicht sich gar nicht hakt. Das kann unter anderem ein Grund sein, weshalb kleine Köder attraktiver sind, weil es einfach gewöhnt ist, kleine Sachen wie diese ganzen Dreikantmuscheln und so weiter auch von den Steinen so runter zu saugen. Das kann unter anderem einer der Gründe sein, wissen tun wir es nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, wir haben jetzt in der Pipeline Pop-Ups, die werden wahrscheinlich giftgrün werden, da habe ich jetzt die ersten Muster dabei, das fischen wir auch heute jetzt final und wir fischen, ich habe nochmal zwei neue Köder machen lassen, die sich komplett abheben von der ersten Marge, was ich mit hatte, wo ich mit Michel unterwegs war, da sind jetzt Öle mit drinne, die sich nochmal unter Wasser auflösen, eine andere Lockwirkung erzielen. Das probieren wir heute. Wir haben hauptsächlich Mais vorgefüttert. Das hat der Sören für uns getan, weil der hier Lokalmatador auch ist. Also der kommt grob hier aus der Ecke und der war viele Jahre hier auf Karpfen unterwegs. Der kennt sich auch sehr gut aus. Und wir haben jetzt Mais vorgefüttert, aber auch ein paar Boilies in den Buhnen. Sören ist auch draußen, der sitzt aber bei uns einige hundert Meter weiter. Den sehen wir nicht. Und wir wollen das halt mal probieren. Wirklich an so einem großen Fluss, wo wirklich, ja, sind Karpfenangler da, aber natürlich fällt da relativ wenig Futter rein. Ob das wirklich überall geht. Bin ich selber mal gespannt. Wir haben viele Würmer dabei, wir haben noch ein paar Blutegel dabei. Wir werden dann die Ruten setzen. Da nehme ich euch mit, das zeige ich euch und wie gesagt, das war erstmal das, warum wir auch nochmal raus sind, diese Muster zu probieren, ob man jetzt vielleicht das Wochenende wieder was feststellen kann, aber ich finde schon mal, das Öl in diesen Ködern, das hat halt irgendwas. Das sind verschiedene Öle, können wir noch nicht so viel verraten, aber ich finde, das ist schon was ganz anderes wie ein Köder ohne Flavor, der nur nach, ja, ihr kennt das, wie ein Pellet riecht, so Fisch. Mehlgeruch. Das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt kommt wirklich so ein scharfes Öl durch. Ob das die Fische so geil finden wie ich, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir halt probieren und das tun wir. Wir haben es jetzt kurz nach 17 Uhr. Ihr merkt es, ist relativ viel Wind, soll aber heute Abend dann komplett einschlafen, runtergehen. Das haben wir gesehen. Und genau, das waren erstmal die Rahmenbedingungen. Und ich gehe jetzt vor, mache mit euch noch den Tackle-Check und dann bringen wir unsere Montagen in Position.
kurzer, kompakter Tackle-Check. Ich habe dabei für das Pelletangeln die Homezone. Da haben wir jetzt überall eine SR10 drauf, eine 043er Hikeline, eine 08er Snake Leader davor. Vorfach erkläre ich euch separat mal, machen wir heute nicht. Dann haben wir noch dabei eine Kettetech, The Stone, 2-mal mit einer HR20 drauf, eine 050er Hikeline und eine 09er Snake Leader davor. Schirme haben wir dabei, wir haben ein Schlauchboot dabei, weil wir hier an dem Platz hergefahren sind, von unserem Auto aus. Wir haben die Bootsorganizer dabei, wieder für die Plan. Wie gesagt, ich habe das Musterfutter dabei, die neuen Pop-Ups und so weiter, was kommen sollen. Wir haben einmal Bissanzeiger auf Bamsticks, weil wir die Ruten nur so, wir fischen in dieser Buhne mit unseren Pellets und Boilies. Und dann haben wir noch zwei Rutenhalter dabei für die Ruten, die wir dann auf den Buhnenköpfen präsentieren. Einmal mit Wurm und einmal mit Blutegel. Glocken haben wir noch dabei, das sollte eigentlich alles gewesen sein, was wichtig ist. Die wichtigsten Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung oder beim Tackle-Dealer eures Vertrauens. Und wir starten jetzt los. Ich mache erstmal das Futter zurecht und dann legen wir die Ruten. Ja, Jungs und Mädels, das Großteil vom Futter ist Mais, ein paar Bollies dazu. Und natürlich Pellets. Die Pellets haben wir so mit raus. Relativ wenig Bollies und Pellets in verschiedenen Größen, einfach nur, damit sich das schneller löst, damit da unten auch was los ist, vom Beißfischen, wie auch immer, was da alles drauf aufmerksam wird, verschiedene kleine Pellets, was sich schnell löst. Das rühren wir jetzt mal zusammen, lassen das nochmal circa eine halbe Stunde stehen, damit das so ein richtiger Sud wird und dann können wir das dann füttern. Haben wir natürlich nicht dabei eine Schaufel. An alles gedacht. Aber eine kleine Futterschaufel haben wir jetzt nicht dabei. Muss heute mal ohne gehen. Dann gibt's. Ja, bevor wir jetzt die Ruten auslegen, haben wir uns hier vorne erstmal ein Bamstick verkeilt, nur mit einer Rutenauflage. Da hinten stehen die Zelte, nur um die Schnur hochzuhalten, um den Buhnenkopf mitzunehmen. Zeigen wir euch dann in gewohnter Manier auf dem Block. Die Buhne hat maximal so 2,20 Meter aktuell. Und in der Buhne an den Strömungskanten kommen jetzt die Pellets und Boilies hin. Dann eine Rute hier hin und eine Rute kommt da hoch an den Kessel. Da stellen wir uns jetzt auch noch einen Bamstick hin, um die Schnur oben zu halten, falls ein Fisch kommt, dass sie nicht in sich zusammenfällt, um die oben zu halten. Stellen wir uns da die Bamsticks hin mit Karabinern und oben an den Punkt, wo die Schnur aus dem Wasser geht, gegen die Strömung, nehme ich heute mal einen Clip im Gegensatz zu einer Reißleine. Der hat viele Vorteile, da habe ich letztes Jahr schon ein paar Mal mit umhergemacht. Da kann ich mir jetzt auch mal die Minute nehmen, um euch zwei Vorteile von so einem Clip zu zeigen, anstatt von einer Reißleine. Gerade, falls ihr kein Boot im Einsatz habt, beim Rutensetzen fand ich diesen Clip besser. Jetzt, weil wir mit dem Schlauchboot die Rute auslegen, ist es nicht ganz so wichtig gewesen. Aber ich zeige es euch am besten auf dem Wasser, wie in der grauen Theorie. Wir stellen uns jetzt den Bamstick in Position und dann zeige ich euch das. Nun statt den Gummis schnappen wir uns jetzt künstlichen Würmer. Und das möchtest? Gut. Also Blutegelrick. Falls ihr Tote habt, wie gesagt, schmeißt die nicht weg. Die fädle ich jetzt mal direkt auf dem Haken. Der ist platt hier. Den Fisch mal aber auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir einmal die Clips vorne, das habt ihr beim letzten Video schon gesehen, und hier noch ein. Dann machen wir jetzt zwei Egel drauf und dann als Abschluss nochmal ein kleiner Clip. So. Ja, wir haben jetzt Blutegel. Und René hat noch ein bisschen Kalamaris mit. Da haben wir so kleine Streifen noch mit drauf, weil der auch schon sehr gute Erfahrungen hier mitgemacht hat. Deswegen haben wir da welche mit drauf. Und insgesamt waren es 6 Blutegel auf den Clips und ein Tode auf den Haken. Und auf den Haken haben wir jetzt nochmal
Wie gesagt, ein bisschen Tintenfisch mit drauf. Taubarm haben wir jetzt schon raus. 1,30 Meter liegt der Stein und es geht runter bis 1,80 Meter, wo das Vorfach pendelt. Und die legen wir jetzt flussauf und da nehmen wir euch mit. Ja, Stefan stellt uns jetzt den Bendstick hin gegen die Strömung. Da oben lenkt man dann um. Der ist der wichtigste von allen, weil da dann die Schnur drinne halten muss, damit die da nach dem Biss hier vorne nicht in die Steine reinfällt. Und es geht immer einfacher, dahin zu laufen, sich da Zeit zu nehmen. So, das wollen wir euch mal zeigen. Als kleine Besonderheit, Bungee-Rig, langes Vorfach, weil wir genau auf den Absatz wieder kommen wollen. Also, dass der Köder über den tieferen Wasser so pendelt. Jetzt gucken wir erst nochmal, ob das Vorfach lang genug ist. Deswegen habe ich jetzt einen Gang rausgemacht, damit wir noch ein Stück abtreiben. Okay, hier wollen wir hin, 1,70 Meter. Also 1,70 Meter, 1,30 Meter. Ihr seht einen Stein und der liegt jetzt hier. Und das Vorfach geht aber über den Punkt. So, und jetzt hatte ich euch gesagt, mit dem Clip, das ist besser. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, ich habe keinen Schwimmer mehr, nicht. Leg mir nur den Druck fest. So, da rein. Hier drüber stelle ich den Druck ein, wie sehr diese Backen zu sind. Und hiermit mache ich es jetzt nur zu, wenn ich es reingelegt habe. Kann ich schon relativ fest machen. So sieht das Ganze aus. Hier hängt die Schnur wieder durch. Und ich habe keinen Schwimmer mehr, dass ich den Druck einstellen muss oder was. Ich habe das hier an der Elbe kennengelernt. Und der größte Vorteil ist sogar, wenn ich die Route zu Fuß auslege. Mit den Schwimmer ist das immer ein Problem gewesen, das zurückzugehen. Und das ist am einfachsten. Das war wirklich sehr, sehr einfach, um die Schnur rauszubekommen. Und hier gleich mit einem gewissen Druck, ihr seht, da muss ich schon relativ stark ziehen, um das rauszubekommen. Wie gesagt, habe ich letztes Jahr ein paar Mal probiert. Das ist zweckentfremdet, dieser Clip, muss man auch dazu sagen. Habe ich geschenkt bekommen vom guten Freund von mir. Das ist eigentlich aus der Heilbutangelei. Ich mache da jetzt schon mal richtig Druck drauf. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde das nicht schlecht. Ich habe kein Knicklicht mehr, habe keinen Schwimmer. Wie auch immer, einzigster Nachteil ist natürlich, der Schwimmer hat es immer schön hochgehalten, wenn der Biss erfolgt ist. Das haben wir jetzt nicht, aber dafür haben wir ja nochmal am Ufer den Bendstick, den der Stefan gerade reingemacht hat mit diesem Karabiner. Da hängen wir jetzt die Schnur ein und der soll uns das hochhalten. Und dadurch, dass wir gegen die Strömung angeln, kommt uns ja der Fisch entgegen. Das ist der einzigste Punkt, der mir ein bisschen nachteilig erscheint, dass wir jetzt keinen Punkt haben, was die Schnur oben hält nach dem Biss. Aber ansonsten ist das echt eine coole Sache. Gut. Wir werden Pellets fischen, ganz normal Pellets, das habt ihr alle schon gesehen, die eingeschrumpften, aber mit Muster-Pop-Ups drauf, so wie sie dann mal kommen sollen. Da werden wir auch nur, das werden wir jetzt mal rantesten, entweder ein oder zwei, mal gucken. Erste Variante, Pellet, eingeschrumpft, auch im Dip hat er schon die ganze Zeit gelegen, kleinen Poppy unten dran und auf die andere machen wir jetzt Foilies. Immer mal gespannt, ob das der richtige Weg ist oder ob das Käse ist, mit so einem Öl zu arbeiten. Mal gucken, das sind jetzt auch Dumbbells, also nicht rund, aber Größe und Form, das ist eigentlich das kleinste Problem. Auch bei den Pop-Ups, die sind jetzt noch klein, ist aber dann auch kein Problem auf 20, 24 mm oder so, das produzieren zu lassen. Ihr kennt das, ich habe keine Stopper, sondern eine Schlaufe. Das schlaufe ich jetzt ein. Schlauft und jetzt kommt das Ganze zurück und fertig. Gut, das war's schon. Buddha hat mal vorhin vorbereitet, alle möglichen Pellets mit Mais hauptsächlich. Das sind jetzt insgesamt vielleicht 10 Kilo in den Eimer, sowas. Das geht jetzt raus. Ja, hier seht ihr das, 1,80 Meter. 1,90 war es jetzt. Jetzt geht das damit einschlafen. Okay, Ruten liegen. Und die Ruten bei uns direkt vor den Füßen, weil die Buhnen halt auch so klein sind. Aber trotzdem haben wir es jetzt mit dem Schlauchboot gemacht. Haben da Mais verteilt und die Pellets und Boilies, was wir halt zusammengemischt haben. Das hatte ich euch ein bisschen gezeigt. Und da liegt jetzt das da draußen an der Strömungskante. Tiefster Punkt haben wir abgelegt, 2 Meter und die erste auf 1,80 Meter.
Ja, schauen wir mal. Dann Blutegel. Die hängt über 1,80 Meter Wassertiefe. Stein liegt auf 1,50 Meter, 1,40 Meter sowas. Und da 1,70 Meter und der Stein liegt auf 1,30 Meter. Schlauchboot haben wir hier in Position. Sind wir mal gespannt. Jetzt fängt es an zu tröpfeln. Das sind so Unwetter, die ringsrum ziehen. Und wir kriegen ein paar Ausläufer davon ab. Soll aber nur ein bisschen Niesel sein und dann wieder aufhören in der zweiten Nachthälfte. Ja, drückt uns die Daumen, dass was passiert. Und wenn es so ist, seid ihr natürlich dabei. Damit einen wunderschönen guten Morgen. Was ist die Nacht passiert? Ab ca. 2 Uhr heute Nacht. Blitz und Donner. Wirklich, oh, ging ganz schön ab. Ich glaube über 2 oder 3 Stunden. Heute Morgen hat es sich dann gelegt. Und wo es hell geworden ist, unser Futterplatz da draußen, echt der Wahnsinn. Fische hochgekommen, viele bessere auch gesehen, wahrscheinlich Karpfen. Einer relativ sicher war ein Graser, den haben wir schön sehen können, weil wir angeln ja, ja, keine Ahnung, 20 Meter Distanz vielleicht. Aber nur mal ein paar Zupfer. Köder haben wir gerade reingedreht. Alles top. Also Boilies nicht verdreht, waren alle noch dran. Und der Pellet in den Strumpf, klar, aufgelöst. Aber in dem Strumpf war er auf jeden Fall noch dran. Ja, dann haben wir die Wurmrute kontrolliert. Alles gut. Da haben vielleicht 2-3 Würmer gefehlt. Aber ansonsten passt das noch. Haben wir auch gleich wieder gesetzt. Ja, und die Rute, wo wir gar nichts gehört haben heute Nacht. Blutegel hingefahren, ganz kurz. Irgendwas ist komisch, angehoben hängt ein Wels drauf. Ja, und da haben wir unseren verpinnten Fisch auf die Blutegel. Da hängt ja noch ein Blutegel, den Tintenfisch-Mix. Ja. Petri, Stefan. Petri, Dank. Wollen wir hoffen, dass wir einmal einen richtigen Biss kriegen und sich nicht nur einer da dran aufhängt. Haben wir nicht einmal Klingen gehört. Wir wissen nicht, ob der jetzt nach dem Gewitter kam. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall null geklingelt. Kam auf die Blutegel, ist jetzt ja ein Fisch gewesen. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir zwei Aktivruten zurecht und wollen mal aktiv angeln. Das heißt, mit dem Wallerholz mal abtreiben lassen. Wir werden diesen Platz definitiv beibehalten. Ich habe jetzt einen Eimer noch mal Partikel gefüttert, also so 5 Kilo insgesamt und eine Handvoll Pellets dazu. Und das haben wir jetzt noch mal gefüttert. Jetzt ist ein bisschen ruhig, aber die Jungs fangen mit der Fiederrute eine große Brasse nach der anderen. Auch ein Rotauge, das haben wir sicherheitshalber mal aufgehoben, vielleicht für ein Deadbait-System heute Nacht. Ja, und mal schauen, wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt aktiv angeln. Platz haben wir unter Futter gehalten, der wird dann heute Abend wieder nochmal mit Futter nachgesetzt. Dann kommen kleinere Rigs drauf. Ich habe jetzt die Musterboilies gefischt als ja, Kette, aber so, dass das steht, Schneemann und den Pellets mit einem kleinen Pop-up drauf. Noch kleiner werden, mal gucken, ob wir da ja, Aktion drauf bekommen. Und dann schauen wir mal. Ja, damit willkommen zurück. Der Tag, wir haben ihn verbracht. Wir waren einmal klopfen, ja, so 2 Stunden. Mit dem René sein Boot, der kennt sich hier ganz gut aus. Der hat damit schon Fische gefangen. Heute war aber gar nichts. Wir haben auch nichts gesehen, haben das ein bisschen probiert. Auf den Plätzen, wo der René schon Fisch fangen konnte. Aber wie gesagt, wir haben keinen Waller gesehen, nichts. Was sehr gut ging, oder relativ gut, waren richtig große Fische, Brassen, hauptsächlich hier beim Fiedern. Also das war schon, und wir sehen sehr oft große Fische an der Oberfläche. Und dann, wie ist es, haben wir was gegessen, haben jetzt alles vorbereitet, um die Ruten für die zweite Nacht jetzt ins Rennen zu bringen. Und da läuft die Fiederrute ab, ja, kein Halten, nur andersrum. Ich habe dann noch schnell die Kamera geschnappt, weil ich eigentlich ja, so die Vermutung hatte, dass ein großer Karpfen ist. Und sind dann wollten gerade mit dem Boot hinterher, so muss man sagen. Aber dann sagt René, Fisch ist weg. Und das war das Vorfach gerissen, eine 30er Mono, also nicht zu stark. So ein kleiner Neo-Pop-Up war da drauf. Ja, und es war aber alles voll mit Schleim. Könnte ein Waller gewesen sein. Also Karpfen hätte ich erst vermutet, aber durch diesen Schleim, und der war relativ hoch an der Hauptschnur, wahrscheinlich doch eher ein Wels. Ja,
Schauen wir mal, ich habe deshalb nochmal unsere Vorfächer umgebaut für das Pelletangeln. Das behalten wir auch bei. Ich hatte ja heute früh nochmal so einen Eimer Futter verteilt, hatte ich euch gezeigt. Und dann habe ich Futter nochmal vorbereitet. Hauptsächlich wieder Mais, kleine Pellets, habe da drüber Dips und das seit heute Morgen so circa 10 Uhr, 11 Uhr in dem Bereich einwirken lassen. Und jetzt haben wir es kurz nach 18 Uhr. Wir machen jetzt alle Ruten neu, beködern neu, legen die. Und wie gesagt, durch diesen Fehlbiss habe ich jetzt nur noch ein 16 mm Pop-Up und ein Musterboilie in 20 mm überall drauf, auf unseren zwei Ruten. Also kein Pellet mehr, nichts, sondern diese zwei Köder, weil wir es probieren wollen. Und vielleicht müssen wir halt einen Tick kleiner fischen, weil der Fisch auch auf die Blutegel, der war jetzt kein Riese. Vielleicht hat er wirklich nur die einzelnen Blutegel sich da runtersaugen wollen, hat sich halt dabei gehakt. Und vielleicht haben wir letzte Nacht zu groß gefischt mit diesen zwei Bodenködern plus zwei Pop-Ups. Kann sein, deshalb probieren wir das heute Nacht. Aber ich habe schon mal einen Tick besseres Gefühl, weil das Wetter stabil ist und nicht so ein Gewitter wie der in Anzug ist. Relativ mild, obwohl das Gewitterswasser etwas runtergekühlt hat, um etwas über einen Grad. Aber gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ich glaube, die Bedingungen könnten schlechter sein. Von daher, wir legen jetzt alles raus, dann haben wir Ruhe drin und wir hoffen natürlich, dass wir noch was kriegen. Ja, wir machen als erstes wieder den Bandstick rein mit dem Clip zum Umlenken gegen die Strömung. Vorfach haben wir vorbereitet. Blutegel-Kalamaris-Mix. Gut. Passt? Passt. Sehr schön. Und jetzt legen wir das wieder unmittelbar am Buhnenkopf ab. Ja, Würmer, alles soweit okay. Ein paar fehlen, aber nicht wirklich viele. Hat man jetzt tagsüber auch im Rennen. Ist sauber, schon mal die halbe Miete, aber hat nicht wirklich was an Würmern gefehlt. Nichtsdestotrotz, die Rute lassen wir. Da haben wir alle Vertrauen da drin. René bestückt jetzt neu und dann setzt man die gleich wieder ab. Und auch wieder an diese Kante, wo es hochgeht. Der Buhnenkopf hat hier knapp 2 Meter Wassertiefe und der Stein liegt wieder oben und das Vorfach pendelt über diesen tieferen Bereich an der Strömungskante. Ja, bevor jetzt das Futter ins Rennen geht, möchte ich euch das nochmal ganz kurz aus der Nahperspektive zeigen. Das sind jetzt Pellets, Boilies, hauptsächlich Partikel, alles mögliche in dem Sud von dem Mais eingelegt und ihr seht, was das für eine geile Pampa gibt. Warum? Damit sich das nicht über Kilometer wegtreibt, wenn wir das jetzt reinwerfen, das ist wie so Teig und unter Wasser löst sich das. Das ist halt eine extreme Lockwirkung. Hab hier wieder verschiedene Pellets mit drin, verschiedene Größen. Die meisten Pellets sind schon angelöst. Das ist dann wie so Teig. Viele Partikel drin, damit wir viel Attraktivität wieder auf dem Platz holen. Ganz viele Fische haben wir ja schon da. Wir haben sie ja gesehen, haben sie auch schon drauf gehabt. So, und dann hoffen wir mal, dass uns das heute Nacht Fisch bringt. Wir legen wieder die zwei Ruten rein, aber heute Nacht klein. Das heißt, ein Pop-Up, ein Boilie und fertig. Und das füttern wir jetzt. Das waren insgesamt vielleicht, was werden das sein, René? 10 Kilo? Ja. Ungefähr auf den ganzen Platz und das im Fluss. Und das haben wir heute zweimal gefüttert. Hauptsächlich Partikel und dann den Rest verschiedene Pellets, ein paar Musterboilies mit rein. Und ja, drückt uns die Daumen, dass das uns einen Fisch bringt. Ja, wir sind fertig. Wir haben alles kontrolliert, neu ausgelegt. Ein Stück weit habe ich euch das gezeigt, haben jetzt unser Futter nochmal verteilt. Ja, und jetzt gehen wir in die Wartestellung. Drückt uns die Daumen, dass was passiert, dass wir vor allen Dingen vielleicht die Chance noch auf einen besseren Fisch kriegen. Das wäre ja wirklich cool. Und vor allen Dingen bin ich echt gespannt, ob man mit dem Boilie was abläuft. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, worüber ich mich schon oft mit anderen Ballerangeln unterhalten habe. Und zwar sind das Beifänge. Ich habe ganz wenig Beifänge mit den Wallermontagen, aber dieselben Köder mit der Karpfenmontage gefischt, habe ich viel mehr Döbel. Eventuell mal
ja, so Katzenballer und alles Mögliche, vor allen Dingen auch Karpfen. Also wenn ich wirklich gezielt auf Karpfen fische mit relativ leichtem Material, fange ich viel mehr Wels, wie als wenn ich es gezielt drauf anlege. Ob das Zufall ist, möchte ich mittlerweile fast nicht mehr glauben. Und deshalb testen wir auch dahingehend schon für diese Pellet-Angelei, Boilie-Angelei, wie auch immer man das direkt dann nennen möchte. Ihr seht, das Futter wirkt wieder. Sind sofort wieder da, die Fische. Dass wir feine Vorfachmaterialien bringen. Und jetzt ist die große Quizfrage, wie weit runter können wir mit der Hakengröße? Das wird final die größte Frage sein. Denn wenn ich an die ganzen neuen Sachen denke, auch an Homezone, die dann in Light nochmal kommen soll und so weiter, kriege ich ganz wenig Druck überhaupt noch auf den Fisch. Dann kann ich mit den Schnurstärken runtergehen, ich kann mit den Vorfachmaterialien runtergehen, mit den Wirbeln, alles kein Problem. Die große Quizfrage wird sein, wie weit runter kann ich mit den Haken, um den gesunden Kompromiss hinzukriegen, dass er greift, dass er hält, dass er nicht aufbiegt, aber dass er auch bei großen Fischen einigermaßen vernünftig hakt. Denn ich denke mir dann halt immer, wo soll so ein 6er Karpfenhaken ordentlich dann noch greifen bei einem 220, 230 Fisch. Muss man testen, muss man sich ran, Step für Step ranwagen, sicherlich auch mal in die europäischen Top-Reviere fahren, da war ich noch gar nicht, um das zu testen, wie jetzt Spanien, haben sicherlich viele für euch vor Augen, wenn es ums Pelletangeln geht, ich auch. Aber auch viele bekannte französische Gewässer, das möchte ich auch nochmal gern probieren. Dieses Jahr auf keinen Fall mehr. Aber dieses Jahr sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter mit der kleinen Testphase, Entwicklung. Und als kleinen i-Tüpfelchen wäre es cool, wenn wir hier jetzt noch einen Fisch fangen, auf Boilie, beziehungsweise erstmal Aktion bekommen. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir heute noch, weil wir mehr Ruten fischen dürfen, noch ein Deadbait rausgehangen. Auch noch mit auf diesen kleinen Buhnenkopf hier vorne, wo der Waller kam. Also unmittelbar neben die Blutegel dort noch ein Deadbait hin. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ruten sind gespannt und wir auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Herbst kommt, es ist richtig kalt gewesen. Wir haben schon viel Kondenswasser gehabt auf den Zelten, auf den Taschen, wie auch immer. Und die Nacht war sehr ruhig, außer die Wildtiere direkt am Zelt oder auf der anderen Seite. Ja, fischtechnisch, wir haben auf jeden Fall wieder viele Weißfische, Brassen, Rapfen, alles Mögliche auf unseren Spot durch das Futter, aber keinen Biss, gar nichts. Es hat heute früh im Hellwerden einmal ganz kurz der Blutegel sich gemeldet. Mal gucken, es kann natürlich wieder sein, dass da so ein Mini drauf hängt. Wobei das sehr selten ist, dass der dann gar nichts mehr macht wie gestern. Dass der sich einfach hakt und hängt dann da in der Strömung. Den haben wir ja gar nicht gemerkt, null. Und heute früh hat die sich einmal gemeldet, aber dann war wieder Ruhe. Mehr können wir nicht berichten. Wir haben uns jetzt erstmal einen Kaffee eingegossen. Und ich nehme mir jetzt Zettel und Stift zur Hand, zeige euch mal den Platz auf dem Block aus der Vogelperspektive und dann trinkt man einen Kaffee. Ja, der Platz aus der Vogelperspektive, das möchte ich euch nochmal kurz zeigen, alles voll mit Buhnen. Und warum sitzen wir hier? Relativ einfach, ich habe Infos, dass Karpfenangler in dieser Buhne regelmäßig Waller schon gefangen haben auf Boilies. Das ist eigentlich die erste Instanz. Der ganze Fluss ist so im Durchschnitt, sag ich mal, 1,5 Meter tief. Das sind auch mal 2 Meter ist schon sehr tief. In der Regel 1,5. Und diese Buhnenköpfe sind meistens nicht viel tiefer wie 1,80 Meter. Und so haben wir das jetzt zugemacht. Die anderen Buhnen sind alle fast identisch. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht groß einen Unterschied festgestellt. Wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir versucht haben, über das Futter gerade Partikel, die Fische, die hier irgendwo unterwegs sind, in diese Buhne zu ziehen. Und das ist uns auch gut gelungen. Also wir haben auch definitiv sehr viel Fischaktivität in den Buhnen, gerade in unserer mit dem Futter festgestellt. So, und dann haben wir die mit Wurm kurz hier vorne umgelenkt, Benstick reingestellt, durchgefischt, dass die Schnur oben ist, dann hier auf der Ecke, den mit Blutegel.
und dann zweimal Boily Pelle, das ist der tiefste Punkt, dieses 2 Meter Stück hier oben. Da steht das Wasser und die Ruten liegen genau an der Strömungskante. So haben wir uns jetzt hier entschieden und das ist auch so ein Tipp, wenn ihr sowas mal machen wollt am Fluss, unterhaltet euch mit Karpfenanglern. Die geben euch sehr häufig die Information, ob die schon mal als Beifang hatten und wenn ich das weiß, gucke ich mir solche Buhnen an und setze mich dann da auch mal hin. Gerade wenn ich mich mit den Anglern dort abspreche, dann weiß ich, dort liegt regelmäßig Futter, weil die versuchen Graser zu fangen und dann stimme ich das mit denen ab und dann habe ich halt auch mal einen Bereich, wo ich weiß, da wurden schon Fische gefangen. Auf Boily ist das, was wir machen wollen. Ja, wir haben jetzt alle Montagen reingeholt und wir haben sie genau so reingeholt, wie wir sie ausgelegt haben. Ist gar nichts passiert. Null. Also alle Börmer drauf. Den Tintenfisch tun wir weg. Die Boilies haben wir natürlich weg. Aber was ihr natürlich aufheben könnt, sind die Blutege. Die tun wir wieder in das Gefäß rein, wo wir sie auch her haben. Und ihr seht an diesem Clip, die sind richtig fit. Die sind richtig fit. Von daher nehmt die wieder mit nach Hause, tu die wieder kühlen und dann könnt ihr die auch mehrfach verwenden. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass es besser ist mit diesem Clip. Es ist zwar ein bisschen Fummelarbeit, die da drauf zu bekommen, aber ihr seht, wie fit die sind. So, und dann brauche ich die nur so runterschieben, zack, und dann sind die fort und sind auch wirklich lange noch im Gebrauch zu nutzen. Von daher, diese Clips haben sich bei uns bewährt. Den Tintenfisch tun wir weg. Da könnt ihr auch Muscheln mal mit drauf machen, was auch immer. Das sind der Fantasien ja keine Grenzen gesetzt. Bei uns leider hat es die Nacht nichts mehr gebracht. Das war ja die einzigste Montage, mit der man Fisch haben fangen können an dem Wochenende. Ansonsten ist leider nichts weiter passiert auf die Welsruten. Ja, und damit geht unser Wochenende zu Ende. Die Jungs und Mädels können alle nicht reden, die wollen nicht reden vor der Kamera. Nichtsdestotrotz war mega cool hier, auch wenn wir leider nur einen Fisch fangen konnten. Aber es hat uns mega Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir das natürlich auch im kommenden Jahr vielleicht mal wiederholen können. Aussagekräftig ist gar nichts. Der einzigste Fisch, der wirklich gebissen hat, war auf die Blutegel in Verbindung mit dem Tintenfisch. Boilies, aber auch der Tauwurm, alles unberührt. Aber muss man auch fairerweise dazu sagen, auch Sören war draußen. Der hat leider auch nichts gekriegt, also war es auch wahrscheinlich erstmal so, dass die Fische nicht wirklich unterwegs waren. Nichtsdestotrotz, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Film. Wir sehen uns dann schon in einem der kommenden Clips. Und die Jungs und Mädels winken nochmal alle schön vor die Kamera. Ciao. Und wir sehen uns. Ciao.